Willkommen im Mist Survival. Nächste Folge am 34. Tag. Folge Nummer 16. 6.28 Uhr. Hunger, Durst geht so. Gesundheit ist ein bisschen unten. Nicht schön. Ich hoffe, die erholt sich wieder. Jo. Ansonsten soweit alles dabei, was ich jetzt da mal so brauche. Und zwar da oben in der Luft, das verschwindet auch nicht mehr. Das ist so eine rote Komponente. So ein Komponent. So, dann haben wir hier. Nehmen wir mal noch ein bisschen Essen mit. Ja, den lieben Leo, den haben wir gefüttert. Das sehen wir hier. Und der Pet. Na, ist schon wieder weggefuttert. Stamina. Naja gut, dann kriegt der noch was. Komm, du kriegst noch was zu futtern. Gut für die Stamina. Du kriegst noch ein Meat. Wie schaut's aus? So ein richtig dickes Stück Fleisch müsste ich ihm noch geben. Naja, ich habe sowieso nicht mehr viel Fleisch. Da könnte ich dann vielleicht unterwegs noch was mitnehmen. So, morgens um 7. Und ich habe vor, jetzt mal, gerade mal gucken, wie sieht denn das hier aus mit... Ich mache da nochmal 4. Ich mache mich jetzt einfach mal los, diese Seeker-Neste zu verbrennen, die ich an so verschiedenen Stellen entdeckt habe. Moment, dazu brauche ich jetzt. Wir brauchen Flaschen. Dann nehmen wir mal 4. Wir machen 4 Flaschen, wir machen 4 Lappen. Ja, und dann brauchen wir 4 Schnaps. Und dann brauchen wir 4 von denen hier. Das sind 3. 3 angebrochene. Noch ein volles. Die stacken dann nämlich nicht, wenn die so angebrochen sind. Deswegen verbrauchen wir erstmal die. Ja, dasselbe würde ich dann hier mit den Zuckern machen, wenn die irgendwann mal zum Tragen kommen. Jo, und jetzt haben wir also das ganze Zeug. Da haben wir 4, 4, 4, 4. Ja, und da können wir jetzt mal noch 4 Molotows herstellen. Die packe ich jetzt gleich mal hier auf die 0. So, dann machen wir uns mal los. Leo geht natürlich mit. Leo. Na, der guckt ja mal aus dem Seitenfenster. Das ist auch gut. Ausnahmsweise mal guckt er zur Seite raus. Ist interessanter. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Da guckt er aus dem Seitenfenster. Schön. So, dann fahren wir jetzt mal ins Städtchen. In die Community fahren wir jetzt mal.
So, und da war hier rechts, soweit ich mich erinnere, hier war hier so ein Siegernest. Was ist das? Da liegt was. Das nehmen wir doch. Nehmen wir doch mit. Und die nehme ich jetzt auch mit. Brauchen wir bestimmt zum Bauen. Oh, hier liegt ja auch noch eine Kettensäge. Da bin ich zu schwer. Ja, der Zement, der wiegt. So, dann schaffen wir das mal rüber. Und dann schauen wir hier mal rein. Da ist natürlich jetzt das grüne Zeugs wieder. Eine Gasmaske aufsetzen. Die raus. Wups, Gasmaske aus. Schauen wir uns hier nochmal um. Blatt. Ich hatte ja hier schon mal gesammelt. Gesammelt, aber irgendwie habe ich nicht alles aufgesammelt. Ja, zum Beispiel die. Die Kettensäge, die hatte ich da übersehen das letzte Mal. Der Leo hat auch nichts gesagt. Und genauso hier wie die Kanne. Oh, Kanne gefunden. Ja, jetzt mal gucken wir uns da drin noch weiter an. Da liegt ja noch was. Ja, Leo, warum sagst du nix? Dass ich hier Zeug vergessen habe. Da auch noch Firewood. Ja, das brauchen wir nicht. Den Dumm brauchen wir nicht. So, noch ein Brett. Da liegt noch mal Dumm. Nichts machen. Hier war das Siegernest. Da war auch nichts mehr rum. Das kann man sich jetzt, wenn man will, auch als Basis einrichten. Und dann als Basis setzen. Schon wieder Dumm. Schon wieder Tierdumm. Eieiei. Was macht der Tierdumm hier? Flaschen? Das waren jetzt gleich zwei Flaschen. Mhm.
Okay. Ja, da liegt ja noch was. Wenn man will, hier als Basis setzen. Das ist vielleicht mal für später gedacht, aber ich habe ja schon für irgendwelche Erweiterungen, aber ich habe ja schon Räder zu Hause. Zwei Stück. Die reichen erstmal, nehmen nur Platz weg, solange man nicht weiß, wofür es ist. Da ist auch noch so ein Wagenrad, da habe ich auch noch zwei. Da kann man ja diese Karren damit bauen. Hier stand die Hütte, die Hundehütte. Die habe ich ja schon heimgeschleppt. Wenn sie daheim aufgestellt, in der Basis. Ja, das kann man sich auch als Home setzen, als Heimatbasis. Schon hier oben. Gab es ja nichts, genau. So, dann war es das hier. Und hier haben wir dann schon mal das geklärt mit dem Siekernest. Okay, dann war es das hier erstmal. Will gerade mal schauen. Wegen den Kisten. Jetzt habe ich nämlich eine ziemlich gerade Ebene. Erstmal ein bisschen aus dem Weg schaffen. Hier habe ich nämlich eine schöne gerade Ebene jetzt gerade und da könnte ich meine Kisten mal gerade rücken. Da fährt sich das Auto auch besser. Sieht schon mal gut aus. Nehmen wir kurz mit.
Nee, nicht den Koffer. Nicht den Koffer, das Teil. Das ist ja ganz schief. Ei. Wer macht denn sowas? Jetzt. So, dann der hier. Komme ich da eigentlich dran? Von außen? Müsste noch gehen. Sollte gehen. So, das kann ich das hier hinrufen. Passt wie angegossen. Ja, den Koffer, das gefällt mir jetzt nicht. Das ist ja schräg. Ei. Wieso ist das jetzt schräg? Ich hatte es doch gerade. Ich dachte jedenfalls, das wäre gerade. Hab ich gedacht. So, den Koffer. Mehr in die Mitte. So. Ja, genau. Ei, das ist ja so fein. So, jetzt können wir den wieder nehmen. Ne, zu viel. Nach oben. Na komm, nach oben. Da oben drauf. Die Kiste noch. Stelle ich die davor. Hier davor. Ich meine, die wird halt rausgucken dann jetzt, wenn ich zumache. Aber na ja, gut. Solange es hält. So lang's hält, soll's mir recht sein. So, das, das und das und das. Das sind Sachen, die ich ja in der Mine brauchen würde. Packe ich mal hier rein. So. So. Hier habe ich Loot drin. So. Okay. Gut. Passt. Das ist schön. Und es sieht doch super aus. Wie gemalt. Jo. Baseball brauche ich nicht. So, wir haben mit. Wenn wir schon hier sind. So, mehr brauche ich aber nicht von diesem Clay. Okay. Warte mal, Lappen hatte ich doch noch in der anderen Kiste. Schon. Jo. Gleich richtig sortieren das Zeug. Gut, ich wollte allerdings Siegernäste. Und da haben wir da noch eins. Und zwar da in dem Bauernhof da oben. Da in der Scheune. Ohne Giftgas.
Erledigt. Und noch ein Reifen dafür. Als Belohnung. Und Feuerholz. Noch ein Gartenschlauch. Na gut. Nehmen wir einfach halt mit. So, was gibt's hier noch? Hoi. Ah, da gibt's noch ein Zahnrad. Ach, hier steht eine Werkbank, guck. So, eine Batterie. Und da ist noch so eine Barrel, Double Barrel Shotgun, aber die habe ich ja schon und die taugt eigentlich nicht viel. So, noch ein Panzerband. So, eine Werkbank. Ja, hier könnte man sich auch einrichten. Vor allem hat man hier auch gleich eine Werkbank parat. Jetzt, nachdem das Nest weg ist. Ja. So, schauen wir mal hoch. Da ist wieder so ein Rad. Was zu essen. Schubladen. Na? Hier war ich, glaube ich, auch schon mal. Ich habe da nur nicht alles mitgenommen. Tja, das war's hier. Eine Hose. Guck hier, eine Hose. Yeah. Eine Hose. Noch eine Hose geschnappt. Kann ich hier hoch? Na, er will nicht, doch. Ja, jetzt hat er es geschafft. Was liegt da hier noch was drauf? Na, da kommen wir nicht drauf. Es kommt nämlich Nebel auf. Das ist jetzt auch blöd. Jetzt ist die Frage, ist das normaler Nebel oder ist das wieder so ein Zombie-Nebel? Spät. 9.55 Uhr. Kommen da jetzt Zombies oder keine? Wenn jetzt das ein Zombie-Nebel ist, dann schlafe ich den hier oben weg. Ja, die Musik ist da. Das ist Zombie-Nebel. Na, dann legen wir uns noch ein Stündchen schlafen. Da habe ich zu laut geschnarcht. Da kam dann jetzt irgendwoher ein Zombie. Weil ich so laut geschnarcht habe. So, die Zombie ist wieder weg. Der Nebel ist wieder verschwunden. Er hat sich an herumgetrieben. Na, eine Flasche. Na ja, halt. Hey, nicht tauschen. Mitnehmen. Was ist das? Tomatensamen. Tomatensamensack. Ei, da kann ich Tomaten sehen. Nur dass die so gut wie null nahrhaft sind. Die bringen einem leider gar nichts. Man macht sich einen Haufen Arbeit damit, die zu säen.
und zu gießen. Und wenn man dann eine isst, sieht man das überhaupt nicht, praktisch gar nicht auf der Hungerskala. Tjo, das war's soweit hier. An der Stelle sag mal, okay. Gut. Hier haben wir also den Sieger beseitigt. So, da unten ist ja auch das Giftgas, dem Schrottplatz da, aber da ist kein Siegernest. Ich meine, da hinten bei dem Bauernhof wäre noch eins gewesen. Sieke. Oder in dem da? Na, ich guck mal hier. Guck ich hier noch mal rein. War da auch so ein Nest? Kann mich gar nicht mehr erinnern. Aufgehoben. Hier kann man nicht hoch. Nee. Da kann man nicht hoch. Und hier geht's nicht rein. Na doch, geduckt. Aus irgendeinem Grund muss man sich hier ducken. Hier war kein Siegernest. Nee. Ist die Frage, komme ich da hoch? Ja. Ich kann tatsächlich hier hochklettern. Da liegt nichts drauf. Was ist denn das für ein komischer Stein da, der viereckige? Ja. Das ist eben ein Stein, eine Kiste ist es nicht. Ja, Leo, wo kommst du her? Kannst du klettern? Wer kann klettern? Wer ist hier hochgeklettert? Kann ich hier springen? Jo, gefahrlos. Okay, hier ist kein Siegernest. Keins zum Verbrennen. Jetzt bin ich euch nicht am Überlegen. Wo war denn da noch eins? Hier waren ja diese komischen Sieke unterwegs. Ja, da ist schon eine. Da läuft eine. Und da ist der zweite. Zwei Stück. Ob wenn ich jetzt aussteige. Okay, nicht erwischt. Oh, der kann klettern. Ups, der kann klettern. Der kann klettern, ich fasse es nicht. Der ist mir nachgeklettert. Gerade noch entkommen. Da kommt er angerannt. Uff. So schnell kann man nämlich keine Waffe ziehen. So schnell, wie man dann tot ist. Deswegen lieber davon gerannt. Ja, die Herz geht. Ja. Habe ich den jetzt mal mitgenommen?
wohl eben ein Soundfehler sein. Die Burschen müssten wir irgendwie von weiter oben, von irgendwo oben abschießen können. Da ist der tatsächlich die Leiter hochgeklettert. Man glaubt's nicht. Ist ja geil. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Weiß Gott gar nicht. Klettern die Leiter hoch. Wir speichern hier mal. Das hatte ich nämlich die ganze Zeit vergessen. Da könnte schon. So viel Schuss. Das gibt's ja nicht. Das sollte man nicht glauben. Was hält denn der alles aus? Man muss da näher ran, man muss dann, ich würde mal sagen, einfach aus der mehr größeren Nähe schießen. Ich denke mal, mit 4 Schuss sollte es eigentlich getan sein. Jetzt habe ich allerdings hier so wenig Herz. Jedenfalls habe ich jetzt so einen Siegerarm als Trophäe. Es regnen. Das braucht man auch nicht. Da war eben noch ein Sieger. Da war der. Hier. Mögen die keinen Regen? Hat der sich versteckt? Jetzt. Vorm Regen. Könnte sein, das wäre ja möglich. Da ist er. Da zappelt er. Ich sehe ihn genau. Da zappelt er im Regen. Da drüben. Hier ist noch so ein Nest. Da. Siegernest. Thank you.
ist okay. Das ist auch okay. Die Jacke kann ich wieder ausziehen, weil hier drin regnet es nicht. Was ist mit Health hier? Status. Nichts, alles okay. Aber das hier ist rot. Fatigue, die Erschöpfung ist okay. Stamina ist auch okay. Trotzdem. Blut ich gerade irgendwie. So, da haben wir diesen einen Sieger da erledigt. Mit jede Menge Schuss. Mann, Mann. Ja, da ist noch Ammo. Noch ein Regenanzug. Trenchcoat. Da kam der Sieger da hier hochgeklettert. Also, jetzt glaubst du es aber hier. Man fasst es nicht. So, irgendwas von Bedeutung hier? Nö, bisher nicht. Da oben war auch nichts. Da sind noch mal. Oh, Munition. Die ich nicht nehmen kann. Warum nicht? Ein Stein kann ich droppen. Der ist unwichtig. Naja, Leo, was machst du? Ja, die kann ich nicht mitnehmen mehr. Hab ich ja eigentlich auch schon eine. So, hier ist zwar ein Siegernest, aber irgendwie funktioniert es nicht richtig. Tier du. Oh, ich sollte doch wieder jetzt mein Trenchcoat anziehen. Städtchen war eigentlich kein Siegernest. In der Westenstadt. In dieser Kirche war noch eins. Ja. Da waren aber auch zwei Sieger.
fahren wir noch mal in die Westernstadt. Solange es regnet. Halt. Was mir gerade einfällt, wo hier so viele Autos stehen. Hier kann man ja noch mal in die Handschuhfächer gucken. Ich sitze hier schön im Auto, im Trocknen. Da hat er was zu tun. Irgendwie nicht killen können. Ja, fand er nicht so gut. Hier war ich ja schon, hatte ich auch schon abgegrast. Aber die haben ja immer mal Electronics dabei. Das ist ja das Nette. Ansonsten hatte ich hier jetzt so ziemlich alles. Ja. Was ist das Rote da? Na, kommt man nicht dran. Ah, wieder Sonnenschein. Vergessen habe.
nicht rein. Nee, da kommt man nicht noch rein. Alright. Kann man hier noch stapeln? Das kann ich mal hier lassen. Zum Essen. Hunger geht zwar noch, aber irgendwann kommt auch mal wieder das Hüngerchen. Diesen Stapel. Ah ja, hier habe ich noch was zu essen. Das tauschen wir mal um. Das ist merkwürdig. Sehr merkwürdig. Also von diesem Indianer, von diesem Holzindianer. Ups, da ist eine. Er läuft vorbei. Da ist das Dickennest. Das geht auch nicht kaputt. Eine Nummer 7501. Ja, geh mal weg, da ist was zum Aufnehmen. Ja, geht so. Eine Spritze liegt da auch noch. Molotow-Cocktail. Den kann man nicht nehmen. Das ist aber jetzt schon etwas merkwürdig. Kann man nicht verbrennen.
Nö. Das lässt's kalt. 7501 war die Nummer. Irgendwann hatte ich doch gespeichert. Zwischendrin, hoffe ich doch. Der hat da 3 Schuss von der Pumpgun ausgehalten und beißt mich noch. Oh Mann, nun ist nicht zu fassen ist das. Ja, wir wissen jedenfalls jetzt schon mal, dass wir dieses Siegernest, diese beiden Siegerneste, nicht verbrennen können. Ach, hier hatte ich das letzte Mal gespeichert. Und da sind jetzt wieder 2. Da läuft eine und da läuft eine. Da ist er. Und da ist der zweite. Das heißt, die respawnen, die stehen wieder auf. Die kommen zurück. Gut. Können wir eh nichts an die erschießen. Da krieg ich höchstens so eine dämliche Trophäe. So einen Arm. Naja, habe ich auch nichts von. Also in der Kirche brauchen wir auch nicht hinfahren. Da waren wir jetzt. Das hat sich erledigt. Da ist auch nichts zu beginnen. Das kriegen wir auch nicht verbrannt. Ich dachte, da könnten wir vielleicht doch das Nest verbrennen. So, dann hätten wir jetzt noch ein bisschen was zu tun hier. Und Uhr, das ist okay. Ja, ich hatte ja hier noch nicht alle Häuser durchsucht. Da war zum Beispiel hier eins. Mit solchen netten Leuten da drin. Schon mal nicht getroffen. Ja, beiß die einfach mal. Ja, hol mal den nächsten da raus. Mach mal hin. Da ist noch eine irgendwo. Leo, da musst du noch mal ran. Wo ist er denn, Leo?
oder ist das einfach wieder nur der Sound irgendwie zurückgeblieben? Loswerden. Na. Was überhaupt die Karre stehen. Da. Schon wieder so viel gesammelt. So, zack. 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 Das. Ich muss mal gucken, dass ich da erstmal so Sachen stapeln kann jetzt. Steine stapeln, Flaschen stapeln. Da passt noch was rein. Da passt noch was drauf. Da passt auch noch drauf. Da habe ich jetzt noch eine Batterie. Lecker, lecker. Sehr schön. Noch eine Batterie geschnappt. Ja, ich habe ja noch viel Platz hier. So. Hose, Batterie, Zahnrad, Lapfen. Lappen. Lappen, Lappen, Lappen. Zack. Essen. Ja, ich könnte doch bald was essen. So, dann werden wir mal mit der Tomatensuppe anfangen. Und dann ziehen wir uns das noch rein. Hier ist wohl noch einer drin. Nee. Nee, das war nur ein Soundproblem. Jo. Okay, dann fangen wir mal an. Mit Looten. Achso, ich sollte vielleicht erstmal dann noch was trinken. Aber Hunger ist gestillt komplett. Okay, dann trinken wir was. Bevor wir hier wieder zu viel bluten da. Gut, das war das. Dann haben wir hier eine Kiste. Ein Schränkchen. Wir hatten zwei Öffnungen. So, was gibt's hier in der Küche? Auch wieder Streichhölzer. Feuerzeugbenzin. Ja, was zu essen. Und noch ein Müsse. Das hatte ich jetzt schon, ja? Ja. Eine Schere? Nun ja. Nun denn. Flasche Wasser. Okay. Das war die Küche und der Vorratsraum. Verbandszeug. Munition. Waschmittel.
ist zu. Munition. Für die Maschine. Fürs Maschinengewehr. Ein Hammer. Und Revolvermunition. Und mein Pfeil. Spiegel. Habt ihr hier noch einen Pfeil irgendwie verschossen? Weiß ich gar nicht. Hm? Wieder Munition. Und noch mehr Munition. Solange da draußen schlechtes Wetter ist, kann ich hier gemütlich mal durchsuchen. In dem Haus war ich ja noch nicht, wegen den Zombies. Ganz am Anfang habe ich mir die hier aufgespart. Der Helm. Ich hab schon wieder alles voll. Stapelt sich. Stapel. Das kann man auch noch stapeln. Und das kann man stapeln. Bestens. Die Rosen. Wunderbar. Dann hätten wir hier das soweit. Mit einer Tasse. Mitten auf dem Bett eine Tasse. Liegen lassen. Mhm. Nun Leo, regnet das immer noch da draußen? Ja. Schlechtes Wetter. Das haben wir soweit alles hier. Hier war jetzt eigentlich gar nichts Besonderes, dass das so mit den Zombies schützenswert wäre. Hier war ja noch eine Machete. Die kann ich immer noch nicht mitnehmen. Ich habe schon den Helm auf. Warte mal, ich kann den Regen. Genau. Dann kann ich die mitnehmen. Ich muss eh mich vor Regen schützen. Und sowieso. Deswegen passt das auch. So, den Helm. Die Schere. Messer. Leiterfuel. Streichhölzer, die haben komischerweise hier. Die nehmen hier ab. Jetzt hoffentlich nicht mehr. Die werden anscheinend nass, wenn ich die dabei habe. Das noch, das und das, das und das und das und der Hammer. Vier. Sechs. Das heißt,
das fehlen mir zwei Pfeile. Die ich mir irgendwie verschossen habe. Die müssten ja eigentlich hier irgendwo noch sein. Stecken. Eigentlich müssten da nur zwei Pfeile stecken. Oder in den Zombies, und die sind ja jetzt weg. Ja. Wenn die in den Zombies waren, dann hat sich das erledigt. Dann sind die weg. Okay, dann muss ich zwei neue Pfeile machen. Da hatte ich doch schon. Da könnte ich einen machen. Somit schon mal einen. Solange es regnet. So, dann habe ich zumindest schon mal wieder einen mehr. So, wie sieht es denn uhrzeitmäßig aus? 15.01 Uhr. Dann könnte man wieder speichern. Jetzt meine ich auch schon drin. Jo. Da gibt es noch dieses andere Giftgashaus da, wo ich noch nicht war. Hier. Ist noch was auszuladen? Ich könnte mal wieder umswitchen hier. Ach, da habe ich ja noch. Moment. Erstmal gucken. Da kann ich noch stacken. Okay. Da ist jetzt Giftgas und Zombies. Ich mal getroffen, Bursche. Nicht.
Stift, nun ja. Nicht so wichtig. Hier ist sonst gar nichts. Gar nichts. Wechseln. Außer ich habe keinen. Aber ich habe doch hier einen Filter. Also man muss das festhalten. Man muss das ja festhalten. Stimmt. Ganz vergessen. Nicht schnell drücken, statt eben zweimal schnell drücken. Gut, habe ich schön untergebracht. Wir machen hier mal einen Speicherpunkt. Hier gibt es allerlei Munition in diesem Haus. Yep. Da hat jetzt schon reingeschaut hier. Sonst ist hier nichts. Schon aufgemacht. Und da ist noch was. So eine Angelrolle. Eine Flaschen, okay, die brauche ich jetzt nicht. Mache ich jetzt hier schon? Nee. Reingeschaut. Die Küche hatte ich durch, oder? Nein. Siehst mal, die Küche hatte ich nicht durch. Das war es aber jetzt. Ja, Küche okay. Das fand ich auch. Nein. Irgendwie vergessen. Nee, da hatte ich reingeguckt. Noch 11%, noch 10%. Maskenfilter. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Gesundheit ist noch okay. So, dann wechseln wir mal den Filter und dann nehmen wir die Maske ab. Haben wir jetzt durchsucht? War nichts mehr. Hier war jetzt auch nichts mehr. In das Auto noch mal reingucken. Okay. Handschuhfach? Hat kein Handschuhfach. Hat kein Handschuhfach. Siehst du, nicht alle Autos haben ein Handschuhfach. Was sagt denn die Uhr? 16:24. Okay. Tjo, dann war's das erstmal wieder. Sag ich erstmal wieder tschüss. Ich fahre jetzt wieder zurück in die Behausung, in die Basis. Lad dann ab und sortiere ein. Und dann ist der Tag schon wieder vorbei. Danke fürs Zuschauen. Alles Gute und ciao.